Hallo, ich bin Christine und ich werde euch durch diese DVD führen. Für mich ist Kitesurfen der schönste Sport dieser Welt. Und von der vielen Freude, die ihr mir schon gegeben hat, möchte ich euch mit meinen Tipps und Tricks gerne etwas abgeben. Im folgenden Trainingsprogramm führen wir euch systematisch von einem Manöver zum anderen, wobei ein Trick auf den nächsten aufbaut. Egal, ob ihr Anfänger, Aufsteiger, Fortgeschrittener oder ambitionierter Kitesurfer seid, steigt einfach in das für euch passende Kapitel ein und macht mit. Wichtig dabei ist es, dass ihr die Tricks erst verinnerlicht, bevor ihr dann versucht, sie auf dem Wasser umzusetzen. Unser Ziel ist es darum, mit Zeitlupen und genauen Erläuterungen die Tricks so verständlich wie möglich darzustellen. Habt ihr weitere Fragen zum mentalen Training, könnt ihr natürlich jederzeit auf unser Buch Kitesurfen mit Christine Böse zurückgreifen. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser DVD und viel Erfolg! Man sagt ja, aller Anfang ist schwer. Das trifft aber beim Kitesurfen gar nicht so zu. Das A und O ist die Kitesteuerung und wenn man die erstmal beherrscht, dann muss man eigentlich nur noch das nötige Boardgefühl dazu fügen. Im Folgenden würde ich euch gern mit Tipps und Tricks zur Seite stehen, um eure ersten Schritte aufs Board zu erleichtern. Wenn ihr die Manöver dieses Kapitels beherrscht, dann seid ihr in der Lage, sicher und selbstständig zu kiten. Safety first. Schon bevor ihr den Kite das erste Mal startet, müsst ihr unbedingt mit eurem Sicherheitssystem vertraut sein. Lasst euch dies von eurem Lehrer erklären oder studiert die Anleitung eures Kites genau. Probiert das Auslösen eures Quick-Releases bitte auch erst einmal im stehtiefen Wasser aus, damit in der Notsituation der Griff dorthin sitzt. Auch andere Sicherheitsaspekte müssen beachtet werden. Geht nur in sicheren Wetterlagen kiten, wählt ungefährliche Kite-Reviere, macht euch vorher mit den Bedingungen vertraut und checkt regelmäßig euer Material. Seid rücksichtsvolle und bedachte Kiter. Bringt weder euch noch andere in Gefahr und stellt sicher, dass ihr mit den Vorfahrtsregeln vertraut seid. Aufbau. Einführend möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Kitesurfen unbedingt in einer Kiteschule erlernt werden soll. Selber ausprobieren kann gefährlich werden. Die folgenden Anleitungen dienen daher nur der Auffrischung. So wie beim Kite-Lehrer eures Vertrauens gelernt, rollt ihr den Kite aus und verbindet ihn entweder mit der Pumpenleash oder beschwert ihn mit Sand, damit er nicht wegfliegen kann. Jetzt pumpt ihr erst die Quertubes oder auch Struts genannt auf. Bei einem One-Pump-System fällt dieser Schritt weg und fahrt dann mit dem Aufpumpen der Fronttube fort. Viele Kites sind nicht hart genug aufgepumpt. Das führt zu verschlechterten Flugeigenschaften und zum Jellyfischen auf dem Wasser. Durch den Knicktest am oberen Ende der Leading Edge könnt ihr herausfinden, ob ihr die Tube hart genug aufgepumpt habt. Das Ende der Fronttube darf sich hierbei nur mit hohem Kraftaufwand biegen lassen. Jetzt greift ihr den Kite nahe des Hauptventils, dreht ihn über das äußere Ende, das sogenannte Tip, um und legt ihn mit der Fronttube in den Wind. Mit Sand sichert ihr ihn jetzt noch vor dem Wegfliegen. Nun geht's ans Leinen auslegen. Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Ich mache es so. In der offenen Seite des Kites lasse ich die Enden meiner Leinen liegen und laufe diese Downwind aus. Da ich beim Kite starten den Kite und auch die Bar dann umdrehen werde, lege ich die Bar verkehrt herum ab, also mit dem roten Ende auf der rechten Seite. Fürs leichtere Auslaufen nehme ich die mittleren Leinen zwischen die Beine, die Außenleinen rechts und links neben meinen Körper und lasse sie so durch die Finger laufen. Bei Kites mit einem Leinensystem, also den sogenannten Bridles, stelle ich jetzt sicher, dass diese nicht verheddert sind. Ich verbinde nun die mittleren Leinen mit den inneren Anknüpfpunkten an der Vorderkante des Kites und die äußeren Leinen mit den äußeren Anknüpfpunkten an der Hinterkante des Tips. Und schon ist mein Kite startklar. Wenn ihr die Leinen von der offenen Seite des Kites weg auslegt, habt ihr später die Möglichkeit, da zu variieren und diese auch seitlich auszulegen, um dann gleich in Startposition zu sein. Windfenster. Wichtig für jeden Fahrversuch,
Fürs Kite starten und auch für technisch schwierigere Tricks ist es, dass ihr im Windfenster denkt. Ist euch bewusst, wie dieses funktioniert, werden euch auch viele Dinge auf dem Wasser leichter fallen. Mit dem Wind aus dem Rücken kommend, befindet sich das Windfenster dabei in einer Halbkuppel vor euch und ist der Bereich, in dem ihr den Kite fliegen könnt. Der Windfensterrand ist dabei der vordere Rand der Halbkuppel. Hier hat euer Kite am wenigsten Power. Darum startet und landet ihr euren Kite in diesem Bereich. Direkt über eurem Kopf befindet sich der Zenit. Dies ist die neutrale Zone und ihr könnt euren Kite dorthin fliegen, wann immer ihr das Gefühl habt, dass er zu viel Druck entwickelt. Der Teil, der sich in Blickrichtung in der Kuppel etwas weiter hinten befindet, wird als Softzone bezeichnet. Hier baut der Kite etwas mehr Druck auf. In ausreichendem Wind ist das der Bereich, in dem ihr den Kite in der Fahrt bewegt. Schaut ihr nun noch weiter nach hinten, befindet sich dort die sogenannte Powerzone. So wie der Name schon sagt, hat der Kite dort am meisten Power. Nur in sehr leichtem Wind wollt ihr versuchen, dies auszunutzen und euren Kite dort hineinzufliegen. Aus der Kite-Schulung ist euch sicher auch das Uhrensystem bekannt, das in diesem Windfenster angewandt wird. Hierbei wird der beschriebene Halbkreis von Softzone und Windfensterrand in Uhrzeiten eingeteilt. Wie auf eurer Taschenuhr befindet sich 12 Uhr dabei oben, also im Zenit, 1 Uhr, 2 Uhr und 3 Uhr auf der rechten und 9, 10 und 11 Uhr auf der linken Seite. Manchmal werden auch Gradangaben verwendet. Ein 45-Grad-Winkel wäre jeweils hier. Die dem Wind zugewandte Seite nennt man Luv. Fahrt ihr in einem Winkel leicht dem Wind entgegen, nennt man das daher Anlufen. Direkt in den Wind hineinfahren kann man aber nicht, da man den Kite nicht aus dem Windfenster herausfliegen kann. Das Anlufen wurde nur durch die Brettsteuerung bewirkt. Ein ebenso geläufiger Begriff für Anlufen ist Abwindfahren, also Windwärtskiten. Die dem Wind abgewandte Seite nennt man Lee. Alles in Lee Befindliche ist dabei Downwind von euch, also vor dem Wind. Belastet ihr die Hinterkante eures Boards nicht oder verlagert euer Gewicht sogar etwas auf die Vorderkante, so fahrt ihr vor dem Wind her. Man nennt das Abfallen. Fallt ihr intensiv und über eine weitere Strecke ab, so fahrt ihr Downwind. Kite starten und landen. Wenn sichergestellt ist, dass sich in Lee keine gefährlichen Hindernisse befinden und sich euer Starthelfer mit eurem Kite nun im Windfensterrand befindet, könnt ihr euch mit eurem Chicken Loop ins Trapez einhaken, eure Leash an der dafür vorgesehenen Vorrichtung einhängen und zur Bar greifen. Hier ist darauf zu achten, dass ihr nun die rote Barhälfte auf der linken Seite habt und diese gegebenenfalls einmal umdreht. Jetzt checkt ihr nochmal eure Line und gebt eurem Starthelfer dann das Zeichen zum Starten, wenn ihr euch sicher seid, dass alles okay ist. Nun fliegt ihr den Kite langsam mit dosierten Lenkbewegungen in den Zenit. Beim Landen lenkt ihr den Kite langsam im Windfensterrand wieder nach unten und dort nimmt ein Helfer ihn an. Body Drag Downwind. Eine gute Übung zur Kite-Kontrolle ist der Body Drag. In mindestens hüfttiefem Wasser und mit nach hinten weggestreckten Beinen lässt man sich hierbei vom Kite Downwind ziehen. Durch intensive, immer abwechselnde Lenkbewegungen zirkelt man mit dem Kite achten in den Himmel. Der Zug des Kites kommt dabei sehr verzögert. Lenke ich hier schon nach links, zieht es mich noch nach rechts. Das ist auf die Trägheit des Kites zurückzuführen, an die man sich durch diese Übung sehr gut gewöhnen kann. Lässt man sich so durchs Wasser ziehen, lernt man auch mit der Kraft des Kites umzugehen. Hat man so einige Meter zurückgelegt, lenkt man den Kite dann einfach wieder in den Zenit und läuft zum Ausgangsort zurück.
Buddy Drag Upwind. Beim Upwind Buddy Drag trainiert man, den Kite mit einer Hand zu beherrschen. Eine sehr gute Vorübung für den Wasserstart. Dabei nimmt man die vordere Hand von der Bar und streckt sie nach vorn aus. Die hintere Hand positioniert man mehr in der Mitte der Bar. Die Beine werden als Verlängerung nach hinten ausgestreckt. Auf ca. 45 Grad entwickelt der Kite dabei einen für den Anfang ausreichenden und schön gleichmäßigen Druck. Um den Kite in dieser Position zu halten, spielt man ständig mit der Bar. Leichtes Ranziehen und Wegschieben der Bar sorgt für den richtigen Druckpunkt und Runter- oder Hochdrücken der hinteren Barhälfte für leichte Steuerbewegungen des Kites. Richtungswechsel vervollständigen den Upwind Buddy Drag. Der Kite wird hierbei langsam in den Zenit geflogen. Für einen kontrollierten Wechsel greifen beide Hände an die Bar und die Knie werden angewinkelt. Der Körper wird in die andere Richtung ausgerichtet und die Handstellung gewechselt. Auf diesem Weg gelangt man dann später auch leicht zum verlorenen Board zurück. Gefährliche Board-Dishes werden unnötig. In Leichtwindbedingungen oder zum Beispiel um über brechende Windwellen hinauszukommen, kann auch der Buddy Drag mit Board sehr hilfreich sein. Wasserstart. Nachdem das Kite-Gefühl trainiert und perfektioniert ist, geht es mit dem Wasserstart jetzt aufs Board. Der Kite wird mit einer Hand gesteuert und im Zenit gehalten. Die andere Hand greift das Board und zieht es heran. Die Füße schlüpfen fest in die Fußschlaufen, die Knie bleiben dabei eng angewinkelt. Nun gilt die Konzentration dem Kite. Dieser wird von 12 Uhr erst ca. eine Stunde entgegen der geplanten Fahrtrichtung gelenkt. Und von dort wird er mit einer intensiven Lenkbewegung in die geplante Fahrtrichtung gestürzt und entwickelt Druck. Nun aus der Körpermitte auf das Board raufziehen lassen, dabei dem Kite folgen und langsam übers hintere Bein aufstehen. Das hintere Bein belasten und leicht angewinkelt lassen, das vordere Bein weitestgehend durchstrecken und mit der Belastung auf der Fersenkante weiterfahren. Und in der Gleitfahrt nun diese ersten Meter auf dem Board genießen. Hier in der Totalen nochmal schön zu sehen, den Kite erst etwas in die entgegengesetzte Richtung lenken, um auszuholen und dann intensiv und tief in Fahrtrichtung fliegen und dort auf ca. 45 Grad stehen lassen. Je weiter der Kite erst in die entgegengesetzte Richtung geflogen wird, desto tiefer fliegt er dann ins Windfenster. Je tiefer er ins Windfenster fliegt, desto mehr Druck baut er auf. Das bedeutet, je leichter der Wind, desto mehr muss mit dem Kite erst ausgeholt werden. Und so sollte das aus eurer Perspektive aussehen. Bei den ersten Wasserstartversuchen kann es sehr hilfreich sein, die Ellenbogen auf die Knie zu legen. So habt ihr eine stabilere Körperhaltung und wenn ihr eine Böe in den Kite bekommt, dann könnt ihr nicht so schnell aus eurer Position gerissen werden. So wie hier schön zu sehen. Und hier nochmals zum Verinnerlichen. Kite Relaunch. Nach so manchem Sturz werdet ihr euren Kite aus dem Wasser starten müssen. Da die Fronttube der schwerste Teil des Kites ist, wird euer Kite in den meisten Fällen auch auf dieser landen. Ihr müsst den Kite dann also so wie hier erst zum Umkippen bringen und ihn dann mit etwas Gefühl in den Windfensterrand wandern lassen, um ihn dann starten zu können.
Für einen optimalen Start muss der Kite direkt downwind vor euch liegen und müssen folgende Punkte beachtet werden. Die mittleren Leinen greifen und kurz ranziehen. Leinen loslassen und dem Kite schnell hinterherlaufen oder auch schwimmen. Sobald der Kite flach liegt, stehen bleiben, um die Spannung in den Leinen nicht zu verlieren. Jetzt eine Außenleine ziehen oder auch einfach eine Seite der Bar, in diesem Fall die rechte. Soll der Kite in die andere Richtung gestartet werden, entsprechend die linke. Warten, bis der Kite in den Windfensterrand wandert und Kite wie bei einem normalen Start aus dem Wasser lenken und langsam im Windfensterrand in den Zenit fliegen. Juhu, re-gelauncht. Fahren, steuern, Höhe laufen. Sind die ersten Wasserstarts geglückt, steht das sichere Weiterfahren, Gleiten und besonders das Höhelaufen auf dem Programm. Hier die wichtigsten Punkte zum Erfolg. Die richtige Kitesteuerung ist zum Fahren und Höhelaufen entscheidend. Eine 45-Grad-Stellung ist für einen Amwindkurs wichtig und erleichtert das Höhelaufen. Ich habe schon oft beobachtet, dass gerade am Anfang viele ihre Bar viel zu verkrampft festhalten. Wenn ihr eure Hände einfach ganz locker an die Bar legt und dabei etwas mehr mittig greift, werdet ihr merken, ihr habt eine viel bessere Kontrolle über den Kite und ihr ermüdet nicht so schnell. Hier das Ganze aus eurer eigenen Sicht. Höhelaufen ohne die richtige Belastung des Boards ist unmöglich. Wichtig ist, dass das hintere Bein belastet und das Board über die Fersenkante gefahren wird. Dabei lehnt man sich entspannt zurück und hängt mit dem Gewicht im Trapez. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Körperverdrehung. Löst ihr die vordere Hand von der Bar und versucht, diese durchs Wasser schleifen zu lassen, verdreht ihr euren Körper zum Wind und luft so automatisch an. Kite auf 45 Grad, hinteres Bein und Fersenkante belasten, Körper zum Wind verdrehen. In leichtem Wind kann es nötig werden, den Kite in Bewegung zu halten und in sogenannten Sinuskurven zu fliegen. Dabei baut der Kite jeweils dann Druck auf, wenn er hochfliegt und dann, wenn er runterfliegt. Mit viel Gefühl muss hierbei jeweils angekantet werden, wenn ausreichend Druck da ist, und abgefallen werden, wenn der Druck nachlässt. Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut hat, kann man den Kite dann in der Regel parken. Toeside fahren. Wer das Fahren auf der Fersenkante beherrscht, kann sich schon bald an das Fahren auf der Zehenkante, der Toeside, heranwagen. Das A und O dabei ist es während des Drehens des Boards, die vordere Hand von der Bar zu lösen. So habt ihr in der Drehung und besonders in der anschließenden Toeside-Fahrt mehr Bewegungsfreiheit. Die Kite-Stellung verändert sich hierbei nicht. Egal ob in der Zehen- oder in der Fersenfahrt, der Kite bleibt in einer 45-Grad-Position. Um auf der Zehenkante fahren zu können, muss das Board erst einmal gedreht werden. Dazu anlufen und damit leicht abbremsen. Körpergewicht über die Mitte des Boards bringen, mit dem hinteren Fuß das Board um den vorderen Fuß herum drehen und die vordere Hand von der Bar lösen, Körpergewicht auf den neuen hinteren Fuß bringen, Zehenkante belasten und auf der Kante des Boards weiterfahren, ohne dabei abzubremsen. In dieser Einstellung mit Fokus aufs Board nochmal besonders gut zu sehen. Und nochmal. Sitzhalse. Da man beim Kitesurfen mit dem Wind im Rücken hin und her fährt, sind Richtungswechsel unumgänglich. Die Sitzhalse ist die einfachste Form des Umdrehens. Hierbei lenkt man den Kite
aus der Fahrtrichtung langsam in den Zenit, parkt ihn dort kurz und lenkt ihn dann in die andere Richtung weiter. Genau betrachtet sieht das dann so aus. Kite schon hier langsam auf 12 Uhr fliegen. Kurz bevor der Kite den Zenit erreicht, Druck auf den hinteren Fuß erhöhen und abbremsen. Zum Stopp kommen und ins Wasser setzen. Kite schnell in die neue Fahrtrichtung lenken. Vom Druck des Kites aufs Board ziehen lassen und in die andere Richtung losfahren. Die Sitzenhalse ist eure erste Halse. Dabei könnt ihr erstmal ganz langsam feststellen, was der Kite tut und verliert dabei vor allem keine Höhe. Und hier nochmal langsam zum Mitdenken. Trambahnhalse. Die Trambahnhalse ist sehr eng mit der Sitzhalse verwandt. Der einzige Unterschied, man wechselt hier die Richtung, ohne sich dabei ins Wasser zu setzen. Auch hier wird der Kite erst in den Zenit gelenkt und von dort aktiv in die neue Fahrtrichtung geflogen. Damit wir bei dieser Halse aber nicht ins Wasser sinken, muss der Kite dabei aktiver und schneller geflogen werden, um durch den gesamten Trick ausreichend Zug aufbauen zu können. Wie hier schön zu sehen, sollte die Kite-Bewegung also flüssig und ohne Pause sein. Im Bewegungsablauf heißt das genau: Kite schon hier langsam auf 12 Uhr fliegen, wenn der Kite im Zenit ankommt, anrufen und abbremsen, Board in neue Fahrtrichtung bringen, Gewicht aufs neue hintere Bein verlagern, Kite sofort in neue Fahrtrichtung lenken, Fersenkante belasten, um dem Kite nicht zu sehr hinterherzufahren. Werfen wir hier noch einmal einen genauen Blick aufs Board. Ausrichtung des Boards in die neue Fahrtrichtung und Gewichtsverlagerung sind hierbei die Kernpunkte. Und nochmal. Transition aus Toeside. Wer das Fahren auf der Fersen- und Zehenkante beherrscht, kann sein Repertoire durch Kombinationen wie dieser Halse aus Toeside erweitern. Die sieht dann schon richtig cool aus. In dieser Transition wollen wir konstanten Zug in den Leinen aufbauen, um dem Kite in einem flüssigen Turn hinterherfahren zu können. Der Kite wird hier von 1 Uhr direkt auf die 11 Uhr Position geschwungen, somit tiefer durchs Windfenster geflogen. Das wird mit einer impulsiven Lenkbewegung erreicht. In der Toeside-Fahrt fange ich bereits hier an, den Kite in Richtung 11 Uhr zu lenken. Verzögert baut der Kite nun Druck auf, dem ich folge, indem ich mein Gewicht auf die Fersenkante verlagere. Ich folge dem beschriebenen Radius des Kites, indem ich einen Halbkreis ins Wasser zirkle. Der Oberkörper unterstützt diese Drehbewegung. Der Körperschwerpunkt bleibt dabei über dem hinteren Bein. In der neuen Fahrtrichtung angekommen, fahre ich nun wieder auf der Fersenkante weiter. Transition into Toeside. Die Transition to Toeside kombiniert ebenfalls das Heelside und Toeside-Fahren in einem stylischen Wendemanöver.
Auch hier wird, wie bei der Transition aus Towside, der Kite direkt von 11 Uhr nach 1 Uhr durchgeschwungen. Schauen wir uns diesen Trick also nochmal genauer an. In Vorbereitung auf den Trick steht der Kite auf 11 Uhr und ich verlagere mein Gewicht auf die Bordfläche. Hier lenke ich den Kite mit einer intensiven Lenkbewegung von 11 Uhr nach 1 Uhr und wechsle gleichzeitig mein Gewicht auf die Zehenkante. Durch die schnelle Lenkbewegung baut der Kite konstanten Druck auf, dem ich nun etwas zeitlich versetzt folge. Dabei lege ich mich regelrecht in die Kurve. Um den Kite dabei nicht zu unterfahren, bringe ich nun viel Druck auf den hinteren Fuß und halte den Radius der Kurve so eng wie möglich. Bis ich mich in der normalen Towside-Fahrt befinde und hier zum besseren Drehen wieder eine Hand von der Bar löse. Für das mentale Training hier nochmal eine Slow-Motion-Einstellung. Nachdem ihr euch die Grundlagen des Kitesurfens angeeignet habt, wollt ihr doch jetzt sicher höher hinaus, oder? Für mich ist das Springen und Fliegen das ganz Besondere am Kitesurfen. Und auch wenn es etwas abgedroschen klingt, es vermittelt einfach ein Gefühl von Freiheit. Im nächsten Kapitel erfahrt ihr, wie ihr mit dem Chop-Hop erst klein anfangt, mit hohen Sprüngen richtig abheben könnt und mit den ersten Rotationen begeistert. Chop-Hop. Am Anfang aller Sprünge steht der Chop-Hop in all seinen Variationen. Auf diese Art das erste Mal das Wasser zu verlassen, ist nicht nur ein super Gefühl, es ist auch eine tolle Vorübung für hohe Sprünge, Rotationen und Anhubtricks. Der Chop-Hop ist ein sogenannter gepowerter Sprung. Das heißt, man lässt den Kite hierbei in einer 45-Grad-Position stehen und katapultiert sich lediglich mit Hilfe des Kantendrucks aus dem Wasser. Man nennt diesen Vorgang Pop erzeugen oder rauspoppen, was vom englischen Begriff Pop-up kommt. Die wichtigsten Punkte zur erfolgreichen Ausführung sind dabei: intensives Ankanten. Hier sieht man sehr schön, wie ich mich dabei richtig nach hinten lehne. Kurzes und kraftvolles Anlufen. Dabei verstärke ich den Druck aufs hintere Bein intensiv und bringe das Board in den Wind. Auflösen der Kante, wenn dem Druck des Kites nicht mehr standgehalten werden kann. Hierbei drücke ich mich gleichzeitig aktiv über den hinteren Fuß ab. Anwinkeln der Knie in der Flugphase. Das gibt mir hier nicht nur die nötige Körperspannung, sondern auch mehr Höhe in der Luft. Rechtzeitiges Anvisieren der Landung, wobei ich das Board wieder nach vorne bringe und die Landung vorbereite. Abfedern der Landung und Ausrichten des Boards in Fahrtrichtung für einen gelungenen und fließenden Chop-Hop. Und so sieht das Ganze dann ohne Standbilder aus. Als Kombinationsmöglichkeit kann man hier dann sehr gut einen Chop-Hop to Toeside ausprobieren oder auch einen Grab dazufügen. Erster Sprung. Nix ist schöner als Fliegen. Und wenn ihr mit euren ersten hohen Sprüngen das erste Mal das Gefühl bekommt zu schweben, werdet ihr gleichzeitig in den 7. Himmel fliegen. Zum Abheben ist nun die Kitesteuerung gefragt. Ihr bekommt Lift, indem ihr den Kite schnell über den Kopf fliegt, dann den Kite gleich wieder in Fahrtrichtung lenkt, um nicht aus dem Himmel zu stürzen, sondern sanft zu landen. Um wirklich in die Luft zu gehen, müsst ihr folgende Knotenpunkte beachten. Anfahren müsst ihr auf der Fersenkante. Am besten geht das, wenn ihr euch dabei schön ins Trapez reinhängt. Nun lenkt ihr den Kite mit einer impulsiven Lenkbewegung in Richtung 12 Uhr, kantet noch intensiver an. Je höher der Kite fliegt, desto mehr bringt ihr den Körperschwerpunkt dabei nach unten, um dem Zug des Kites gegenzuwirken. Dann Bar ranziehen und erst, wenn ihr dem Zug von oben ganz und gar nicht mehr standhalten könnt, löst ihr die Kantenspannung auf und springt dann aktiv und über das hintere Bein aus dem Wasser heraus.
Dem Kite nach oben folgend, winkelt ihr am besten die Beine an. Das gibt euch eine gute Körperspannung und verhindert Pendeln. Und am höchsten Punkt des Sprungs lenkt ihr nun langsam und dosiert euren Kite wieder in Fahrtrichtung, sodass er ein wenig vor euch am Himmel steht. Nun müsst ihr nur noch die Landung anvisieren, eure Beine strecken und sanft mit dem Board leicht downwind gerichtet landen und weiterfahren. Von je weiter unten ihr den Kite nach oben fliegt und mit je mehr Geschwindigkeit ihr in den Trick hineingeht, desto höher bzw. länger wird euer Sprung. Und hier noch ein Sprung in die andere Richtung. Vom Grab zum Board-Off. Wer an seinen Sprüngen gefeilt und genug Zeit in der Luft hat, kann nun an seinem Style arbeiten. Dazu gehören die verschiedensten Grabs, One-Foot-Sprünge und Board-Offs. Die Kite-Steuerung bleibt dabei die gleiche wie bei einem normalen Sprung. Kite auf 12 Uhr und wieder vor. Eine fest aufgehängte Bar lässt sich super zum Trainieren verschiedener Tricks nutzen. So könnt ihr erste Rotationen üben oder aber auch Grabs, One-Foot-Sprünge und Board-Offs trainieren. Dabei am besten vorher auch checken, ob die Bar wirklich sicher angebracht ist. Und dann viel Spaß! Der Absprung ist hier der gleiche wie bei jedem hohen Sprung. Ankanten, Kite hochfliegen, Druck halten und aktiv rausspringen. Der Unterschied hier jedoch, schon auf dem Weg nach oben, löst man die hintere Hand von der Bar, um sie für stylische Ergänzungen frei zu haben. Um ans Board greifen zu können, in diesem Fall für einen einfachen Grab, später aber auch für Board-Offs, bringt man dieses zum Körper. Heißt also, Board und Hand sollten sich aufeinander zubewegen. Erst auf dem Weg nach unten und kurz vor der Landung löst man den Griff zum Board wieder auf und bringt die hintere Hand zur Bar zurück. Da der Kite bereits mit der an der Bar verbliebenen vorderen Hand langsam wieder nach vorn geflogen wurde, ist die Landung sanft und flüssig. Mit der Zeit und ein wenig Übung kann man die verschiedensten Grabs, One-Foots, Board-Offs und später Rotationen mit Variationen einbauen. Gesprungene Transition. Gesprungene Richtungswechsel wie dieser folgende bauen auf die hohen Sprünge auf. Wer auch in Wendemanöver eine kleine Luftnummer einbauen will, ist mit diesem Trick richtig beraten. Wie beim hohen Sprung auch, wird der Kite hier von 11 Uhr auf 12 Uhr gelenkt, wird aber kurz im Zenit gehalten und dann in die entgegengesetzte Richtung geflogen. Im Gegensatz zum normalen Sprung wird die Geschwindigkeit hier verringert, sobald der Kite in den Zenit geflogen wird. Das ist wichtig, damit der Kite nicht unterpendelt wird. Auch hier wird aber die Kante des Boards so lange gehalten, bis dem Druck nach oben nicht mehr standgehalten werden kann. Dieser Sprung geht durchs verringerte Tempo mehr in die Höhe als in die Weite. Am höchsten Punkt des Sprungs wird der Kite intensiv in die entgegengesetzte Richtung gelenkt. Im letzten Moment des Sprungs werden Körper und Board in die neue Fahrtrichtung ausgerichtet und dann die Landung abgefedert. Backflip.
Rotationen sehen dynamisch aus, fühlen sich gut an und sorgen für viel Abwechslung. Der Backflip ist dabei die am leichtesten zu erlernende Rotation. Und ihr werdet staunen, wie schnell ihr die drauf habt. Der Backflip ist am leichtesten ohne Kitesteuerung zu erlernen. Dafür fliegt man den Kite in einer 45-Grad-Position oder am Anfang auch etwas höher und poppt sich nur durch Ankanten und Geschwindigkeit raus. Wie gewohnt fahre ich hier mit dem Gewicht auf der Fersenkante an. Mit dem Kite auf 1 Uhr fange ich jetzt intensiv an anzulufen, also zum Wind zu fahren. Anstelle wie beim Chop-Hop hier abzuspringen, bringe ich aber nun das Board immer weiter in den Wind und fahre somit regelrecht in die Rotation hinein. Erst jetzt verlässt das Board endgültig das Wasser. Über den hinteren Fuß stoße ich das Board nochmals in die Rotation ab. Die Beine winkle ich leicht an, denn je kleiner ich mich mache, umso schneller rotiere ich. Schon hier visiere ich die Landung an, was mir bei der richtigen Ausrichtung meines Körpers hilft. Ich strecke meine Beine für die Landung durch und lande mit dem Gewicht auf dem hinteren Bein, was ein Einspitzeln verhindert. Die nun verdrehten Leinen entheddert man einfach durch eine 360-Grad-Drehung der Bar in die entgegengesetzte Richtung. Ein wichtiger Punkt für einen gelungenen Backflip ist noch dazu die Handstellung. Um ein Verlenken oder gar Loopen des Kites zu vermeiden, befinden sich beide Hände direkt nebeneinander in der Mitte der Bar. Und hier nochmals zum Verinnerlichen. Auch die ersten Rotationen kann man sehr gut an der aufgehängten Bar üben. Backflip Transition. Wer den Backflip gemeistert hat, der kann nun auch seinen Richtungswechseln eine Rückwärtsrotation hinzufügen. Das bringt Abwechslung ins Umdrehen. Bei der Backflip Transition wird der Kite langsam und konstant von der alten Fahrtrichtung über den Zenit in die neue Fahrtrichtung gelenkt. Schnelles Lenken und viel Lift ist bei diesem Trick gar nicht notwendig. Zeitgleich lenke ich hier den Kite nach oben und bremse mit etwas Extradruck auf den hinteren Fuß ab. Ist der Kite auf 12 Uhr angekommen und zieht mich etwas nach hinten und oben, lufe ich intensiv an und fahre in die Rotation hinein. Wie bei dem normalen Backflip verlässt das Board erst das Wasser, nachdem ich bereits eine halbe Rotation hinter mir habe. Den Kite lenke ich dabei sanft weiter nach hinten. Wichtig hier, dass ich das Board nun bereits vor der Landung in die neue Richtung bringe. Da mich der Kite schon etwas in diese Richtung zieht, ist die Orientierung recht leicht zu meistern. Ich schaue sofort in die neue Fahrtrichtung und federe die Landung wieder in den Beinen ab. Front Roll. Nachdem die ersten Backflips sitzen, besteht nun die Herausforderung in den Frontrotationen. Nicht ganz so leicht erlernt wie die Rückwärtsrollen, sind sie auf jeden Fall alle Mühe wert. Im Gegensatz zum Backflip ist die Front Roll ein Manöver, das mit Kite-Unterstützung erlernt werden sollte. Dazu also wie beim hohen Sprung, den Kite in den Zenit und dann wieder vorfliegen. Dabei lässt sich die Frontroll in folgende Knotenpunkte unterteilen. Kite auf 12 Uhr lenken und ankanten. Aktiv und über den hinteren Fuß abspringen und dabei den Drehimpuls in die Frontrotation einleiten. Während der Flugphase Kopf in Rotationsrichtung verdrehen und zum beschleunigten Rotieren die Beine anwinkeln. Nach Abschluss der Rotation Beine strecken, um weiter Rotieren zu verhindern. Kite vorlenken und Landung anvisieren.
Front Roll Transition. Der nächste logische Schritt nach der Front Roll ist die Front Roll Transition. Wie bei der gesprungenen Transition wird hier aktiv abgesprungen. Dabei wird der Kite schnell in den Zenit und dann wieder zurückgeflogen. Die Knotenpunkte lauten hier: Ankanten und Kite in den Zenit lenken. Über den hinteren Fuß abspringen und Drehimpuls durch den Absprung einleiten. Kopf verdrehen und Knie anwinkeln. Hier aber während der Flugphase sanft an der hinteren Seite der Bar ziehen, um den Kite in die neue Fahrtrichtung zu lenken. Landepunkt anvisieren, Beine strecken, um die Rotation zu stoppen und Kite in die neue Fahrtrichtung bringen. Landen und dem Kite hinterherfahren. Blind fahren. Eine tolle Bereicherung des Fahrkönnens ist das Rückwärts- oder Blindfahren. Hiermit kann man sein Gleichgewicht trainieren und das Bordgefühl verbessern. Genau wie beim Switchfahren bewege ich den Kite in dieser Übung nicht und parke ihn auf 11 Uhr. Das Umdrehen geschieht am besten in einem kleinen Chop-Hop, für den ich hier bereits ankante und die Belastung auf den hinteren Fuß bringe. Beim Abdrücken vom Wasser habe ich bereits meine hintere Hand von der Bar gelöst und leite den Drehimpuls durch den entscheidenden Blick nach hinten ein. Um das Board in die richtige Fahrstellung zu bringen, drücke ich dieses mit dem hinteren Bein herum, drehe es dabei um das vordere. In der Landung schaue ich in die entgegengesetzte Fahrtrichtung, nehme die hintere Hand mit in die Körperdrehung, bringe mein Körpergewicht über den nun hinteren Fuß und leite rückwärts weiter. So abgefedert kann ich nun mein Gewicht auf die Zehenkante verlagern und fahre blind. Als wichtiger Knotenpunkt ist dir auch zu beachten, dass die vordere, an der Bar verbleibende Hand diese mittig greift. Bei leichtem Wind kann man diese Hand sogar unterstützend noch weiter hinten positionieren. Beherrscht ihr Sprünge, Grabs und Rotationen, macht ihr nun schon eine richtig gute Figur auf dem Wasser. Jetzt könnt ihr an eurem persönlichen Style arbeiten oder aber euer Repertoire noch erweitern. Der nächste Schritt ist der zu den ausgehakten Sprüngen und Kite Loops. Für diese solltet ihr ein wenig Motivation und auch ein bisschen Mut mitbringen und alle bisher gelernten Sprünge sicher beherrschen. Ein- und Aushaken. Bevor wir mit den ausgehakten Manövern loslegen, üben wir erstmal das Aushaken und das Einhaken. Bei diesen Übungen bekommt man ein Gefühl für den Druck des Kites und weiß, was man in bestimmten Situationen zu tun hat. Das erste Aushaken kann im Stand getestet werden. Dazu wird die Bar mit beiden Händen mittig gefasst und in Richtung Trapez gezogen. Sobald sich der Chicken Loop nicht mehr unter Zug befindet, lässt er sich leicht nach unten aus dem Trapez lösen. Zum Wiedereinhängen wird die Bar erneut mit beiden Händen zum Trapez gezogen und der Loop wieder in den Trapezhaken eingehängt. Bei dieser Übung im Stehen kann auch leicht festgestellt werden, ob der Kite richtig eingestellt ist. Der Power Adjuster sollte gedepowert werden, der Kite ruhig am Himmel stehen und nicht rückwärts fliegen, wenn er ausgehakt geflogen wird. In der Fahrt ist der Ablauf der gleiche. Hier wichtig, erst etwas abfallen, um Druck aus den Leinen zu nehmen. Dann Bar ranziehen und aushaken, Bar ranziehen und wieder einhaken. Wenn ihr anfangs Probleme habt, euch wieder einzuhaken und der Kite zu viel Druck entwickelt, dann greift einfach zum Loop. Dadurch depowert ihr den Kite automatisch und könnt einfach mit eurer Hand den Loop zum Trapez ziehen. Rayleigh. Nun kann es also losgehen mit den ersten Rayleighs. So sieht er aus, der einfachste der ausgehakten Sprünge. Aber halt! Wenn ihr ausgehakte Tricks wie Rayleigh, Backflip oder Frontflip probieren wollt, dann rate ich euch, probiert es doch erstmal eingehakt. Wenn ihr zum Beispiel in Rayleigh trainiert, dann übt einfach Chop-Hops mit richtig nach hinten geworfenen Beinen.
Bei fast allen ausgehakten Sprüngen handelt es sich um gepowerte Sprünge, bei denen der Kite nicht aktiv bewegt wird. Er wird in einer 45-Grad-Position geflogen. Und so wird's gemacht. Geschwindigkeit aufnehmen, kurz abfallen und aushaken. Sofort wieder ankanten, Körperschwerpunkt nach hinten verlagern und Druck in den Leinen aufbauen. Vom Zug herausreißen lassen und gleichzeitig aktiv rausspringen. Vom Kite hinterherziehen lassen und dem Zug der Leinen folgen. Rechtzeitig vor der Landung die Beine unter den Körper zurückbringen, um unschöne Stürze zu vermeiden. Und mit dem Board auf einem leichten Downwind-Kurs landen und das gut in den Knien abfedern. Für alle stark Motivierten kann der Rally schon bald, so wie hier, mit einer Landung auf der Zehenkante erlernt werden. Oder aber auch so wie hier, einhändig ausgeführt werden. Ein wenig Krafttraining ist hierzu aber schon nötig. Unhooked Backflip. Wer den eingehakten Backflip sowie den Rally beherrscht, wird den ausgehakten Backflip in 0, nix erlernen. Denn er ist nichts weiter als eine Kombination aus beiden. Genau wie der eingehakte Backflip wird die ausgehakte Variante ohne Kite-Bewegung durchgeführt. Ist also ein gepowerter Trick. Was macht man nun also bei einem ausgehakten Backflip? Etwas abfallen und sich aushaken. Dann hier ausgehakt und mit gestrecktem Körper in die Rotation reinfahren. Dabei den Kopf in die Rotation reindrehen und über den hinteren Fuß einen kräftigen Drehimpuls geben. Hier nun, wie beim Rally, wieder dem Zug des Kites nachgeben und sich mit langem Körper ziehen lassen, wobei der verdrehte Kopf dafür sorgt, dass die Rotation weitergeführt wird. Vor der Landung die Beine dann wieder unter den Körper bringen und leicht Downwind mit der Belastung auf dem hinteren Bein landen. Unhooked Frontflip. Für diesen ausgehakten Frontflip sollte erst die eingehakte Variante ohne Kitesteuerung beherrscht werden. Vorwärtsrotationsbewegungen sind langsamer als die der Rückwärtsrotation und darum braucht man hier entschieden mehr aktiven Pop und mehr Speed. Auch wenn der Kite bei diesem Trick nicht bewegt wird, kann es helfen, ihn ein wenig höher zu fliegen. Hier also zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr. In diesen Trick gehe ich nun also mit einer ausreichenden Geschwindigkeit und Dynamik hinein. Ich hake mich aus und kante sofort hart an. Mit explosivem Absprung aus dem Wasser bringe ich sofort meinen ganzen Körper in die Drehbewegung. Kopf, Körpermittelpunkt und Board geben dabei die Impulse. Dem Zug des Kites und dem Drehimpuls folgend rotiere ich um meine eigene Achse. Visiere hier meine Landung an und bringe nun das Board wieder rechtzeitig unter meinen Körper. Surface Handlepass. Handlepässe sind Manöver, bei denen die Bar hinter dem Rücken umgegeben wird. Der Surface Handlepass von Toeside ist dabei die Basisform und definitiv am einfachsten zu erlernen. Auch bei diesem Trick wird der Kite geparkt und sollte sich zwischen 2 Uhr und 1 Uhr befinden, auf keinen Fall aber höher. Mit
Mit einem kleinen Chop-Hop oder Rally vor dem eigentlichen Pass wird die Spannung aus den Leinen genommen und das Umgreifen erleichtert. Ziel ist es hier also, auf der Toeside-Kante zu landen, da das Board aus dieser Position nur noch um eine halbe Drehung in den Surface Pass gedreht werden muss. Dem Kite hinterherfahrend wird nun die vordere Hand hinter den Rücken gebracht. Dabei muss die Bar etwas gedreht werden. Eine leichte Vorlage vereinfacht das Greifen der Bar. Bekommt man die Bar mit der vorderen Hand hinter dem Rücken zu greifen, lässt man diese mit der hinteren Hand los und folgt nun der vorderen Hand an der Bar in die Rotation. Dabei bringt man das Gewicht über den Mittelpunkt des Boards, um dieses nicht zu verkanten. Hat man erfolgreich die Rotation von Board und Körper abgeschlossen, greifen nun wieder beide Hände zur Bar und man fährt locker davon. Kite-Loop-Grundlagen. Kite-Loops sind neben den Anhook-Sprüngen eine weitere Kategorie von Tricks, die gute Kite-Kontrolle und Erfahrung erfordern. Der Kite wird hierbei durch die Powerzone gezogen und das verleiht diesen Manövern zusätzlich eine Menge Druck. Um für eure allerersten Kite-Loops erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Druck der Kite entwickelt, könnt ihr die ersten Loops einfach in der Fahrt durchziehen oder in der Transition springen. Wichtig hierbei ist, dass ich den Kite erst auf die 12 Uhr Position fliege und ihn dann von dort nach hinten abstürzen lasse. Würde ich dies nicht tun, würde der Kite noch mehr Zug bekommen und schnell unkontrollierbar werden. Ich befinde mich in normaler Fahrt und bereite mich aufs Loopen des Kites vor, indem ich mir verinnerliche, was ich zu tun habe. Zeitgleich gehe ich nun von der Kante, falle also leicht ab und lenke den Kite in den Zenit. Aus dem Zenit lenke ich den Kite nun mit einer intensiven Lenkbewegung, hier gut an der totalen Schrägstellung der Bar zu erkennen, weiter nach hinten durch und falle dabei extrem ab. Ich folge dem Zug des Kites, ohne Druck auf der Kante aufzubauen. Den Kite lenke ich konsequent weiter durch. Jegliches Zögern in der Lenkbewegung würde zu Misserfolg im Trick führen. Erst wenn der Kite seinen Loop fast beschlossen hat und in den unteren Halbkreis fliegt, baue ich wieder Druck auf der Kante und somit in den Leinen auf. So kann ich den Kite nun schneller wieder in die normale Position fliegen und verhindern, dass er zu tief oder gar ins Wasser fliegt. In normaler Fahrt kann ich jetzt wieder aktiv ankanten. Hier nun als weitere Grundlage zum Erlernen des Kite Loops ein Kite Loop in einer bereits gesprungenen Transition. Das könnt ihr natürlich auch erst wieder in der Fahrt ausprobieren. Ein Kite Loop im Richtungswechsel kann mit recht wenig Druck ausgeübt werden, wenn man, so wie hier, den Kite erst am Ende des Sprungs durchloopt. Somit also recht früh im Loop wieder auf dem Wasser ankommt und dann dem Kite hinterherfahren kann. Ich fliege hier den Kite wie in einer normalen Transition um 12 Uhr und springe ab. Bereits im Sprung lenke ich nun aber den Kite intensiv in die neue Fahrtrichtung. Das geschieht mit der ursprünglich hinteren Hand. Während der Landung fliegt der Kite noch nach unten und zieht mich dabei seitlich. Ich muss jetzt den Kite mit dosierter Kantenbewegung und extremer Lenkbewegung schnell weiter durchlenken. Im weiteren Loop des Kites fahre ich diesem wieder so weit hinterher wie nötig und lenke ihn dann wieder hoch in die normale Fahrposition
um locker weiter zu kiten. Kiteloop im Sprung. Der erste Kiteloop im Sprung wird dann der im normalen Sprung sein. Hierbei ist der Kite am leichtesten im Auge zu behalten. Auch hier gilt wieder, den Kite erst auf 12 Uhr fliegen und von dort intensiv in den Loop lenken. So wird der Loop auf jeden Fall am schonendsten. Und hier nochmal in Slow Motion. Als Knotenpunkte hier also Kite in den Zenit lenken und abspringen, Kite im Auge behalten und hier ganz leicht nach vorne und in die 12 Uhr Position lenken, nun ganz schnell und ohne Zögern den Kite mit kräftigem Zug an der hinteren Barhälfte in den Loop fliegen, dem Zug durch Körperspannung und angewinkelte Knie standhalten, zur Landung die Beine vor und unter den Körper bringen und gut abfedern. Kite Loop at Front Roll. Auch den Kite Loop Variationen sind fast keine Grenzen gesetzt. Wir zeigen euch hier die gebräuchlichsten. Unter anderem diesen Kite Loop mit Frontrotation. Wie schon bei den anderen bisher geübten Kite Loops, wird hierbei im Sprung der Kite von 12 Uhr impulsiv nach hinten durchgeloopt. Auch hier also wieder, Kite in den Zenit lenken und abspringen. In die Vorwärtsrotation gehen und schon hier ganz deutlich den Kite nach hinten in den Loop lenken. Der Rotation folgen und weiterhin das hintere Ende der Bar dabei ranziehen. Dem Zug des Kites nachgeben und diesem hinterhergehen. Beine wieder unter den Körper bringen und zur Landung ansetzen. Kite Loop mit Double Backflip. Dieser Kite Loop mit doppelter Backrotation ist, sobald die Grundlagen des Kite Loops erstmal sitzen, leichter zu erlernen, als man denkt. Durch die Beschleunigung des loopenden Kites geschieht die zweite Rotation dabei fast von allein. Von weiter weg sehen wir auch hier wieder, der Kite wurde im Absprung auf 12 Uhr geflogen und dann von dort ohne Rücksicht auf Verluste und jegliches Zögern intensiv nach hinten durchgeloopt. Wie bei jeder Rückwärtsrotation lenkt man hier den Kite wieder in den Zenit und fährt regelrecht in die Rotation hinein. Anders als beim normalen Backflip fasst man hier jedoch mit der hinteren Hand an der hinteren Hälfte der Bar und zieht schon beim Absprung intensiv an dieser. Die erste Rotation ist dabei nichts anderes als ein herkömmlicher Backflip. Lediglich die hintere Hand muss dabei konstant gezogen bleiben. Durch den durchloopenden Kite erfährt man jetzt einen Auftrieb, befindet sich plötzlich in weiterer Entfernung vom Wasser. Die zusätzliche Zeit benutzt man jetzt einfach für eine weitere Rotation, bleibt hierfür einfach in der bestehenden Rotationsbewegung drin. Durch die Beschleunigung des Kites wird man nun etwas gestreckt, gibt aber dem Zug des Kites einfach nach und geht diesem hinterher. Beendet die Rotation mit dem Board unter dem Körper und federt die Landung gut ab. Unhooked Kite Loop mit Rayleigh. Wer die eingehakten Kite Loops in seiner Trickkiste hat, kann sich nun an die ausgehakten Varianten machen. Der Rayleigh mit Kite Loop stellt hierfür die Basis.
Am besten übt man diesen Trick erst mit leichtem Wind und wenig Power. Wie bei den eingehakten Kite-Loops auch, wird der Kite hier jeweils über die 12-Uhr-Position in den Loop geflogen. Und das ist dann auch ausgehakt gar nicht so schwer. Noch eingehakt fliegt man den Kite schon nach oben, fällt leicht ab und hakt sich aus, wenn der Kite schon fast im Zenit steht. Um ausgehakt den Kite auch wirklich kompromisslos in den Loop lenken zu können, fasst man dabei mit beiden Händen an den hinteren Teil der Bar. Man verlagert sein Gewicht weit nach hinten, um dem Druck des Kites so lange wie möglich standhalten zu können. Erst wenn der Zug nun zu groß wird, löst man die Kantenspannung auf und lässt sich vom Kite herausziehen. Der nächste Teil dieses Tricks ist im Prinzip ein Rally. Der große Unterschied hierbei aber, der Kite zieht einen direkt downwind. Und das ist zum Anfang ein recht komisches Gefühl. Mit Blick zum Kite und ohne sich gegen den ungewohnten Zug zu sperren, folgt man dem Kite einfach. Und landet dann wieder ganz wie beim Rally mit dem Board unterm Körper und in den Knien abgefedert. Unhooked Kite Loop mit Backflip, F-16. Der F-16 ist der beliebteste Unhooked Kite Loop mit Rotation. Auch diesen übt man am besten erst mit wenig Power. Die Kite-Steuerung ist hier genau die gleiche wie beim Unhooked Kite Loop mit Rayleigh. Man fügt lediglich eine Rückwärtsrotation dazu. Das bedeutet also, anstelle sich hier nur in einen Rayleigh aus dem Wasser ziehen zu lassen, karft man vor dem Absprung intensiv an und fährt aktiv in die Rückwärtsrotation hinein. Durch den Blick über die Schulter wird der Drehimpuls durch den gesamten Trick beibehalten. Man folgt hier dem Kite wieder downwind durch den Zug. Lenkt man den Kite schnell genug, hat seine Hände weit genug hinten an der Bar, so vollendet man ungefähr zeitgleich mit dem Kite die Rotation und kann die Landung sanft abfedern. Unhooked Downloop Rayleigh. Nach all den bisher gelernten Kite-Loops stellen wir nun fest, man kann den Kite ja auch vorne herum loopen. Diese Tricks nennt man dann Downloop-Tricks. Und auch wenn wir den Kite hierbei ja in die andere Richtung loopen, eines bleibt wieder gleich. Der Kite wird erst in den Zenit geflogen und dann diesmal nach vorn durchgeloopt. Hier also, dann aushaken, wenn der Kite im Zenit steht. Diesmal mit der hinteren Hand neben die vordere greifen. Wieder so lange dem Druck des Kites standhalten wie möglich und dann die Kantenspannung auflösen. Dem Zug des Kites folgen und in einen Rayleigh hineinziehen lassen. Die Beine und das Board rechtzeitig nach vorn bringen und die Landung anpeilen. Unhooked Downloop mit S-Bend. Der Downloop S-Bend ist die gebräuchlichste Variation des Downloops. Später könnt ihr aber an euren eigenen Varianten arbeiten. Auch hier wird der Kite wieder von 12 Uhr in den Downloop geflogen. Loopt der Kite sehr schnell wie hier, fliegt man ihn am besten in einen zweiten Loop. Das gilt im Übrigen für alle ausgehakten Kite-Loops. Für den Downloop S-Bend gelten dabei folgende Kernpunkte. Kite auf 12 Uhr fliegen und aushaken. Mit der hinteren Hand neben die vordere greifen. Körperschwerpunkt nach hinten bringen und dem Druck des Kites standhalten. Kante auflösen und Impuls für Rotation geben. Rotationsbewegung beibehalten und dem Zug des Kites folgen. Landung in den Knien abfedern. Einhaken und weiterfahren.
Wow, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann rockt ihr richtig. Mit Blindlandungen und Wrappedlandungen könnt ihr eure Tricks nun nochmal ein bisschen technisch aufpolieren und mit den ersten Air-Handle-Passen sogar schon ein bisschen Profiluft schnuppern. Rayleigh to Blind. Da ihr ja nun wirklich schon fast Profis im Thema Kitesurfen seid, setzen wir in diesem Kapitel das Grundlagenwissen voraus. So zum Beispiel für diesen Rayleigh to Blind. Auch bei den folgenden Tricks gilt, wenn ihr diese eingehakt könnt, dann ist es natürlich leichter, die ausgehakt zu lernen. Probiert also erstmal in Blind zu springen, indem ihr eingehakt seid. Das wird euch die Unhook-Blind-Landung erleichtern. Der Kite wird in diesem und allen folgenden Tricks to Blind in einer 45-Grad-Position geflogen und nicht bewegt. Nun aber zur eigentlichen Schwierigkeit dieses Tricks. Da ihr eingehakte Sprünge to Blind beherrscht, wisst ihr, dass die Landung in dieser Position anspruchsvoll ist und habt darum den Trick bereits Punkt für Punkt verinnerlicht. Beim Ankanten und Aushaken habt ihr hier bereits die vordere Hand so platziert, dass ihr die hintere Hand im Verlauf des Manövers loslassen könnt. Am höchsten Punkt eures Rayleighs leitet ihr nun ohne Zögern die halbe Umdrehung in die Rückwärtsfahrt ein. Dabei löst ihr die hintere Hand von der Bar, nehmt sie mit in die Drehung hinein und rotiert das Board mit dem hinteren um den vorderen Fuß herum. In Vorbereitung auf die Landung blickt ihr nach hinten und könnt euch so räumlich besser orientieren. Ihr folgt dem Zug des Kites am vorderen gestreckten Arm und bringt euer Körpergewicht schon hier über den nun neuen hinteren Fuß. Die Landung federt ihr tief in den Knien ab, die Belastung bleibt dabei vollständig auf dem hinteren Bein. Der freie Arm greift sofort hinter dem Rücken zur Bar und löst den anderen ab. Nun greift ihr wieder mit beiden Händen zur Bar und switcht das Board auf die Fersenkante um, um den Trick erfolgreich zu beenden. Back to Blind. Beim Back to Blind wird, wie der Name schon sagt, ein Unhook Backflip mit einer Blindlandung kombiniert. Hierzu also mit einem normalen Unhook Backflip anfangen. Kurz abfallen und aushaken. Ankanten und in die Rotation hineinfahren. In der Backrotation bleiben, bis diese fast ganz durchgedreht ist, Landepunkt anvisieren, Höhe abschätzen und schnell die hintere Hand lösen und mit diesem Impuls eine halbe Gegenrotation starten. Wieder mit Blickrichtung nach hinten landen und in den Beinen abfedern. Front to Blind. Der Front to Blind, noch immer einer meiner Lieblingstricks und ein sehr powervoller und flüssiger Move, ist die mit Blindlandung kombinierte Front Roll. Hierzu hänge ich mich aus, sobald ich ausreichend Geschwindigkeit habe und kante sofort an. Nachdem ich so viel Druck wie möglich gegen den Zug des Kites aufgebaut habe,
gebe ich diesem nach und springe aktiv in die Rotation raus. Der Rotationsbewegung folgend, visiere ich sobald es geht den Landepunkt an und schätze meine Höhe ab. Mit der nötigen Geschwindigkeit bringe ich dann die Frontrotation zu Ende und löse noch in deren Endstadium meine hintere Hand von der Bar, um nun noch um 180 Grad weiter rotieren zu können. Dazu nehme ich die Hand wieder mit in die Drehung und schaue nach hinten, um mein Board in die richtige Position zu bringen und mich zu orientieren. Ich federe die Landung mit Belastung auf dem hinteren Bein ab und greife dann um. Rally to Wrapped. Wenn die Blindlandungen sitzen, dann könnt ihr die Vielseitigkeit eurer Tricks noch erweitern, indem ihr Wrapped-Landungen dazufügt. Diese macht ihr normalerweise in die entgegengesetzte Richtung, da das eure natürliche Wrapped-Landungsseite ist. Der Rally to Wrapped lässt sich eingehakt nicht üben, ist aber in der Regel leicht zu verinnerlichen, da man hierbei einen Rally to Toeside springt und dann in letzter Sekunde noch 180 Grad weiter rotiert. Und wie bei allen gepowerten, ausgehakten Sprüngen, fliegen wir den Kite bei Wrapped-Landungen in einem 45-Grad-Winkel und bewegen ihn möglichst wenig. Wir wollen also den Trick wie einen normalen Ready-to-Toeside anfahren. Dazu fallen wir kurz ab und haken uns aus. Kanten an und springen in einen Rally. Bringen nun hier schon am höchsten Punkt des Sprungs das Board in die Toeside-Position und mit ausreichend Höhe und Zeit lösen wir die vordere Hand von der Bar und rotieren das Board um 180 Grad weiter in dieselbe Richtung. Auch bei der Wrapped-Landung schauen wir für die Landung und bessere Orientierung nach hinten und bringen das Gewicht über den hinteren Teil des Boards und landen mit dem ursprünglich hinteren Arm um den Körper gewickelt oder gewrapped. Daher hat der Trick seinen Namen. Back to Wrapped. Im Gegensatz zum Back to Blind ist der Back to Wrapped eine Bewegung ohne Gegenrotation. Hierbei rotiert man sozusagen eine halbe Drehung über, was diesen Trick sehr flüssig macht. Schauen wir uns das im Detail an. Ausgehakt und zielstrebig fahren wir in den Trick hinein. Starten die Rotation mit dem üblichen extremen Anlufen und der Kopfdrehung. Und rotiert nun etwas schneller als in einer normalen Backrotation, um diese bereits vorzeitig und noch in der Luft abgeschlossen zu haben. Über die Toeside-Kante rotieren wir dann bestimmt weiter und lösen die vordere Hand von der Bar. Nehmen die Hand mit in die Rotation und landen nach der zusätzlichen 180-Grad-Drehung mit dem üblichen Blick nach hinten und dem Gewicht überm hinteren Fuß. Front to Wrapped. Der Front to Wrapped ist nun eine gestoppte Frontrotation mit einer halben Gegenrotation in die Wrapped-Landung.
Hierfür hake ich mich wieder aus und kante an. Gehe aktiv und über meine vordere Schulter in die Frontrotation. Rotiere so lange, bis ich eine normale Toeside-Landung anvisieren kann. Stoppe dann die Rotation aus der Körpermitte und indem ich die vordere Hand von der Bar löse und nach hinten nehme. Und nehme dann den Schwung aus dem Arm zur Hilfe, um mein Board wieder eine halbe Rotation zurückzuschwingen und in der Wrap-Position zu landen. Air Pass. Auch der Aerial Handle Pass lässt sich super an dieser Bar üben. Hier könnt ihr erstmal den Bewegungsablauf reinkriegen. Der Air Pass oder hohe Handle Pass genannt, ist einer der wenigen ausgehakten Tricks, den man mit Kite-Unterstützung springt, also den Kite dabei lenkt. Dabei braucht man genug Airtime und Zeit, um die Bar hinter dem Rücken umgeben zu können. Hierbei fliegt man den Kite, allerdings ausgehakt, schnell in den Zenit, um Lift vom Kite zu bekommen. Wie man hier schön sehen kann, passe ich die Bar am höchsten Punkt des Sprunges. Dadurch, dass ich nach dem Umgreifen die Bar mit beiden Händen ganz vorne greife, loopt der Kite am Ende des Tricks einmal durch. Ein recht komplexer Trick, hier in kurzen Knotenpunkten beschrieben. Mit dem Kite auf ca. 11.30 Uhr aushaken und dabei die hintere Hand möglichst mittig an der Bar greifen, um den Kite später nicht zu verlenken. Kite schnell und aggressiv in den Zenit lenken und stark ankanten, um genug Lift zu bekommen. Das Board nach hinten bringen und damit richtig Schwung holen. Um es über Kopfhöhe bringen zu können, sehr wichtig, die Hüfte muss hierbei zur Bar. Diesen Moment nutzen, um schnell die vordere Hand von der Bar zu lösen und sie hinter den Rücken zu bringen, damit noch bevor Beine und Board wieder nach unten fallen, die Bar hinter dem Rücken umgegriffen werden kann. Spätestens, wenn dieser Moment der Schwerelosigkeit vorbei ist und das Board einen wieder nach unten zieht, müssen die Hände gewechselt sein. Auf dem Weg nach unten nun versuchen, wieder beide Hände an die Bar und dabei dicht nebeneinander zu bringen und zu landen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt was gelernt. Ab hier müsst ihr jetzt leider ohne mich weitermachen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss!